Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Wir haben heute das Thema Systemveränderer angeschnitten, weil ich das mal besprechen möchte. Ich habe so einen Herr hier, der doch auch ein Teil dessen ist, dass ein System sich tatsächlich verändert. Aber wie er auf diesen Sprung gekommen ist, sich mit dieser Systemveränderung zu beschäftigen, das soll er uns gleich selber erzählen. Er ist heute da und wir legen auch gleich los. So, und jetzt darf ich Ihnen unseren Akademiker vorstellen, nämlich der Dr. Michael Trainer. Ganz herzlich willkommen, lieber Michael. Herzlich willkommen auch danke die Zuschauer. Du hast uns zwei Bilder mitgebracht, um die wir auch gleich mal anschauen, bitte. Nämlich einerseits dieser Kronkreis 2018, der unmittelbar in deiner Nähe stattgefunden hat. Und dann hast du noch ein zweites Bild, kannst du das mal noch zeigen? Das war ein Jahr darauf, war dieses Muster in deiner Umgebung. Du warst da, ja. Du hast es dir angeschaut, hast du irgendwas gespürt da drinnen? Ich bin halt vielleicht ein bisschen zu sehr der Akademiker, ja. Ich bin da nicht so der Spürige, aber was ich machen kann, ist Folgendes, und das klingt vielleicht jetzt nicht so akademisch, du kannst Menschen, die sich zu so etwas hingezogen fühlen, mitnehmen an so einen Ort, und wenn das eine spirituell begabte Person ist, kann sich die hinlegen, die spürt dann viel mehr als ich. Und dann kann sich diese Person versuchen, mit den Wesen, die das gemacht hat, einzuschwingen. Verrückte Geschichte, oder? Und dann kann ich über den Muskeltest, kann ich im Grunde genommen abfragen, die Wesen, die dahinter stecken. Gibt es eigentlich irgendwelche offizielle Statements von unserer Regierung, wie das stattgefunden hat? Oder lässt man das einfach als Mysterium stehen und redet nicht mehr darüber? Der erste Kornkreis, den wir hier sehen, der wurde gar nicht bekannt. Der wurde nicht in den Zeitungen abgedruckt, das wurde gar nie erwähnt. Beim zweiten Kornkreis, auch wieder etwa 60 Meter, man sieht Menschen, die da drin stehen, man sieht, wie groß das ist. Ja, ja. Und das ist eine hochkomplexe Geometrie. Wir haben das mit Drohnen fotografiert und ausgerechnet, wie diese Winkel sind. Und das kam in einer kleinen Zeitung. Es kam in 20 Minuten und im Bieler Tagblatt kam das. Dort hat man vermutet, dass das junge Menschen waren, die das hingetrampelt haben. Und ich denke, man kann das als Vermutung aufstellen, aber wenn man das dann genauer angesehen hat, und das haben wir natürlich, hat man gesehen, dass es nicht runtergetrampelt war, sondern dass es ein Kornkreis ist, wo die Halme normal gewachsen sind und dann in der letzten Phase des Wachstums über eine Nacht schief weitergewachsen sind. Das sind nicht umgebrochene Halme, sondern alles krumm gewachsene Halme. Das heißt, man kann das nicht mit Rumtrampeln machen. Das muss eine höhere Technologie sein, die dahinter steckt. Er ist auch radioaktiv, der Kreis. Und ich habe mich dann eben mit Leuten, die sehr empfänglich sind für solche Wahrnehmungen, außersinnliche Warnungen hingesetzt, habe das versucht abzufragen, wer dahinter ist. Und da kamen natürlich ganz klare Antworten, dass da bestimmte Wesen dahinter sind. Nicht unbedingt jetzt die amerikanischen Geheimdienste oder so, sondern Wesen, die da draußen, wie soll ich sagen, leben. Das hat dich auch dazu gebracht, ein Systemveränderer zu werden. Das heißt, du hast dich eigentlich auch aus der reinen akademischen Sichtweise geöffnet, genau. Dass da doch noch was viel Größeres, Mächtigeres da ist, als nur das, was wir glauben, hier materiell erfassen zu können. Jawohl, und das war für mich ein langsamer Prozess. Ich bin da nicht einfach von einem Tag zum Kornkreisgläubigen geworden, sondern es war für mich ein langsamer Prozess und ich musste dabei mein Weltbild immer wieder revidieren. Da ich aber aus der Natur her einfach ein offener Mensch bin und mich gerne Fragen widme, die noch nicht beantwortet sind, habe ich einfach die Offenheit nicht vorbehalten, an die Dinge ranzugehen. Und die Informationen, die aus diesen Kornkreisen kamen, waren immer etwa die gleichen. Es sind Wesen, die mit uns verbündet sind, die sich um uns kümmern, die sich um unsere Entwicklung oder die sich mit unserer Entwicklung beschäftigen und die uns darauf aufmerksam machen wollen, dass wir vor großen Veränderungen stehen. Hast du diese Informationen bekommen über Leute, die dort stehen, die du psychokinesiologisch abgefragt hast? Ein Teil haben wir so gemacht und dann haben wir das fotografiert von ganz oben
und haben diese Geometrie dann, es gibt Computerprogramme, mit denen man solche Muster ins Google geben kann, und haben dann geschaut, ob es diese Muster in anderen Bildern gibt. Und dann haben wir gesehen, dass es dieses Muster gibt. Das ist ein altägyptisches Symbol und heißt das Ei des Lebens. Das gibt es, dieses Bild gibt es auf ägyptischen Pyramiden eingemeißelt. Faszinierend. Ja, es ist wirklich absolut faszinierend. Und ich bin dann eben diesem Charme dieser Dinge erlegen und habe mein Weltbild immer wieder geändert. So wie du das eben richtig erkannt hast. Und die Botschaft hier dahinter ist, das Ei des Lebens hat etwas mit einem Tetraeder zu tun. Mit zwei Tetraedern, zwei Pyramiden, die einander hineingebastelt sind. Und das ist im Grunde genommen die zweidimensionale Darstellung dieses Bildes. Und ich habe das Bild extra mitgebracht, dass man das sieht. Das geht, im Grunde genommen handelt es sich um zwei dreieckige Pyramiden. Eine mit dem Spitz nach unten, eine mit dem Spitz nach oben. Und das versinnbildlicht dieser zweite Kornkreis 2019. Man nennt das auch die Merkaba. Vielen esoterischen Leuten oder so ist das bekannt. Und die Botschaft des Kornkreises war explizit, dass wir relativ schnell jetzt in eine Veränderung kommen und dass wir sehr gefordert sein werden und dass es für diese Veränderung notwendig ist, dass wir den geistigen Teil unserer Persönlichkeit aktivieren. Und das ist eben die gelbe Pyramide. Das ist die spirituelle, geistige Pyramide. Unten ist die rote Pyramide, das ist die materielle Pyramide. Und die alten Meister in Ägypten, soweit ich informiert bin, haben bei der Ausbildung ihrer Priesterschüler eben diese Merkaba-Aktivierung gemacht, dass wir uns nicht nur als Menschen körperlich verstehen, sondern den ganzen geistigen Teil, den wir nicht messen können bis jetzt in der Wissenschaft, dass wir uns mit dem verbinden und dadurch bewusste Menschen werden, die eben nicht nur mit dem Kopf denken, sondern auch mit der Seele denken können. Und das war die Botschaft dieses Kreises. Und das hat mich dann dazu geführt, über diese Veränderungen, die kommen, nachzudenken und auch zu sehen, dass in meiner Praxis ich ja nichts anderes mache, als die Menschen mit diesem gelben Teil wieder zu verbinden. Und dann habe ich ja auch gesehen, dass es immer mehr Menschen gibt, die sich um solche Dinge kümmern, die das sehr beschäftigt und die in ihren künftigen Lebensaufgaben solche Aufgaben haben, in dieser Veränderung mitzuwirken. Und mit der Zeit habe ich dann gemerkt, dass es einen Typus Mensch gibt, die würde ich Systemveränderer nennen. Also Menschen, die jetzt inkarniert haben, um für diese große Veränderung, die in zwei Schritten, 21 bis 23, 24 und dann etwa 27 bis 30 abläuft, in dieser Zeit neues Wissen und neue Aufgaben wahrzunehmen. Und das nenne ich die Systemveränderer. Trifft ja auch genau in meine Zeit herein. Der Fernsehsender ist ja genau dann auch entstanden, als Systemveränderung, dieses Wissen jetzt, wie auch das, was du heute sagst, in die Welt hinauszutragen. Genau. Also da haben viele Menschen eine neue Aufgabe bekommen, die sie eigentlich gar nicht gelernt haben, keine Ahnung haben. Ich habe keine Ahnung vom Fernsehen machen, wir tun es einfach. Du bist Akademiker, genau. Machst plötzlich Psychokinesiologie, genau. Und heute reden wir über Merkaba, über Kornkreise, das ist eigentlich schon unfassbar, aber ich denke, das ist wirklich, viele Menschen da draußen, Zuschauer haben auch in den letzten Jahren ganz neue Aufgaben gekriegt und sind reingedrückt worden in etwas, was sie auch nicht für möglich gehalten haben. Was hast du noch alles für Systemveränderer kennengelernt oder gefunden oder gesehen? Was kommt noch so alles? Bei diesen Systemveränderern geht es hauptsächlich um Menschen, die Fähigkeiten haben, die wir in dem neuen Bewusstseinsfeld, in das wir hineingehen, haben. Man könnte vielleicht so sagen, wir in dieser Welt, wir wissen, wie man Bäume fällt, wir wissen, wie man Essen macht, und sind mit diesen Alltagsgeschichten hier verbunden. Und diese Systemveränderer, das sind oftmals Menschen, die bringen wie irgendeine andere Aufgabe mit sich, andere Ideen, die interessieren sich für Yoga wie verrückt, die interessieren sich für UFOs, die haben irgendwie wie etwas, was sie fasziniert und begeistert, dass sie mitbringen, was wenig zu tun hat mit dem, was man heute Geld verdient, vielleicht so. Und diese Systemveränderer sind dazu da, eben neues Wissen hier runterzuladen, aber dazu brauchen sie die gelbe Pyramide. Diese Verbindung zum Geistigen, das ist wie eine Voraussetzung, dass sie das machen können.
Und das ist ja eine meiner Arbeiten, dass ich den Menschen helfe, diese Pyramide zu entwickeln, dieses geistige Verbinden. Und dann werden die uns zum Teil Heiler werden, die werden heilen. Ich denke, es wird viele kranke Menschen geben, die man gar nicht mehr schulmedizinisch heilen kann. Das werden andere Menschen mit anderen Methoden machen. Da bin ich sehr gespannt, was auf uns zukommt. Wenn ich das aus den Zukunftsgeschichten meiner Patienten, Klienten höre, kommen da wunderbare Zeiten, dass Menschen einfach heilen mit den Händen, und zwar schwere Krankheiten. Das höre ich immer wieder. Ich predige auch hier im Sender immer wieder, dass das die Königsklasse ist, eigentlich von Kommunikation, wenn wir uns auf diese geistige Ebene einlassen, auf die Psyche, auf die Seele. Denn hier ist meiner Erachtens Krankheit gar nicht möglich. Hier ist Gesundheit, hier ist Harmonie, hier ist ein Miteinander. Ja. Und ich glaube, dass wir irgendwann hier reinwachsen, das sage ich schon seit Jahren. Aha. Und jetzt bestätigst du das eben auch wieder, ja, diese These, dass das irgendwann wirklich kommen muss. Diese Systemveränderer, es gibt ja auch andere Systemveränderer. Manipulative Art und Weise, die vielleicht auch etwas durchdrücken wollen oder aus Ängsten heraus ein System verändern, aber eigentlich braucht es ja die auch, es braucht ja beide, die einen, die in diese Richtung gehen und die in die andere Richtung gehen, und dann irgendwann entsteht was Neues. Ja, das kann gut sein. Ich beschäftige mich jetzt halt eher mit diesen Systemveränderern, die das Neue in Das Gelbe reinbringen. Ich kenne das andere halt ein bisschen zu wenig. Du früher auch gearbeitet, genau, in diesen, ja, genau, in diesem rein manifestierten Bereich. Also, ja, ich meine, hier haben wir das ganze Geldsystem drin, oder? Genau. Dort haben wir die ganzen Gesetze und weiß Gott was alles drin, was mit Machtstrukturen aufrechterhält. Die großen Konzerne und so weiter. Ja, und der geistige Ebene ist völlig weg. Hier gibt's gar nichts. Auch die Schulmedizin, muss ich auch sagen, ist rein in diesem roten Bereich drin. Und die ganzen geistigen Bereiche, wo auch medizinisch höchst relevant sind, haben Probleme, hier Fuß zu fassen. Jawohl. Es ist so wie eine Trennung. Das eine will das andere nicht. Ich sage immer, das Materielle will das Geistige nicht, weil das Geistige würde das Materielle in gewisser Weise in Gefahr bringen. Ja. Weil es eine Art Hinterfragung dieser Dinge gäbe. Was machen wir? Wie behandeln wir eine Pandemie? Ist das wirklich die richtige Methode, die man von der Schulmedizin her bringt? Gibt es andere Methoden und so weiter? Das verträgt sich halt vielleicht wie nicht so gut. Es ist vielleicht wie eine Runde von Personen. Die einen sind harte SVPler und die andere harte SPler. Und das gibt vielleicht so viel Zoff, dass die lieber nicht miteinander am gleichen Tisch essen wollen. Ja. Oder Erreger und Milieu ist auch ein ewiges Thema. Genau. Wir hängen noch 200 Jahre hinterher. Ja. Mhm. Ja, genau. Und die Systemveränderer, bei denen ist interessant, Systemveränderer sind Menschen mit in der Regel besonderen Fähigkeiten. Es sind Menschen, die nicht sehr oft hier inkarniert haben. Da ich ja mit den Inkarnationsgeschichten arbeite, den Menschen, kann ich ja auch sehen, wie oft Menschen schon da waren. Und die Systemveränderer sind häufig Menschen, die waren vielleicht erst einmal, zweimal, dreimal, viermal auf diesem System inkarniert. Oftmals sind das Seelen, die kommen von weit her. Die sind nicht von hier. Und diese Systemveränderer haben oft auch das Problem, dass sie sich in dieser Gesellschaft, in dieser Welt nicht so leicht zurechtfinden. Und das sage ich einfach auch den Zuschauern, dass es Menschen gibt, die mit unserem System große Mühe haben, nicht nur weil sie spinnen oder komisch sind, sondern weil sie noch nicht oft hier waren. Und Systemveränderer zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht sozialisiert sind mit der Gesellschaft Erde. Aber da haben ja ganz viele Leute im Moment, also wenn ich jetzt so ist es, viele Junge anschauen, die gewissem System nicht mehr mitmachen wollen, sich einen eigenen Weg suchen. Also das sind ja eigentlich denn alles eigentlich so Systemänderer. Ja, also sicher ein Teil von denen wird das sein. Man kann das natürlich dann ansehen, man kann schauen, was ist ihre Lebensaufgabe, was bringen sie mit. Und dann gibt es eben solche Systemveränderer, die noch nicht oft hier waren. Es gibt viele Leute, die kommen zu mir in die Praxis, sind das allererste Mal hier auf diesem Planeten inkarniert. Und die tun sich in der Regel alle schwer. Die sind am Rande der Gesellschaft, die müssen schauen, dass sie nicht depressiv werden und, und. Und das hat eben damit zu tun, dass die neues Wissen in dieses System hineinbringen und von daher wie von außen kommen, Neues bringen,
aber Mühe haben mit der Gesellschaft, die im Moment aktiv ist. Mhm. Das ist verständlich. Mhm. Und diese Systemveränderer, die bringen uns eben ganz viel neues Wissen. Und dieses Wissen, denke ich, wird sehr wichtig sein, weil eben eine neue Zeit, eine Wendezeit kommt, wo wir neue Fähigkeiten brauchen. Dass man weiß, wie man, wir haben schon mal darüber geredet, wie man neue Antriebssysteme baut, die kein Benzin mehr brauchen beispielsweise. Oder dass man neue Gesellschaftsstrukturen, Organisationsstrukturen aufbauen kann, die nicht so hierarchisch sind, dass man ein neues Bildungssystem aufbaut, das nicht auf Leistung und den anderen Schlagen beispielsweise beruht, nicht mehr auf Leistungssport, man muss schneller sein und so weiter, sondern dass da ganz andere Mentalitäten, Philosophien in diese Gesellschaft kommen. Und das bringen diese Leute mit. Kein Kampf mehr gegen die Natur, sondern mit der Natur, ja. Auch ein wichtiger Punkt. Und auch nicht nur den Kampf gegen die Natur, sondern auch nicht mehr den Kampf der eine Fußballclub gegen den anderen. Weil mit diesem Sportwettkampf, den wir ja den Menschen, den jungen Menschen beibringen, ist ja der Kampfgedanke schon in unseren Systemen dann drin. Mhm. Also da müssen wir neue Formen der Erziehung, der Bildung und so weiter kommen. Und solche Systemveränderer, die bringen das mit. Und diese Systemveränderer haben oftmals große Probleme, nicht nur, dass sie sich nicht zurechtfinden, sondern, und das ist ein schwieriges Thema, Systemveränderer sind Menschen mit herausragenden Fähigkeiten. Die sind vielleicht hellsichtig, die haben technologisches Wissen in ihrem Unbewussten, das noch nicht salonfähig ist im Moment, solche Dinge. Und diese Menschen geht es darum, dass wir denen helfen, dieses Wissen hierher zu bringen. Und das Problem ist eben, dass wir haben in einer anderen Sendung mal darüber gesprochen, dass es auch Besetzungen gibt, dass Menschen von fremden Energien wie gesteuert werden. Und etwas wirklich Tragisches in meinen Augen ist, dass gerade die Systemveränderer mit diesem Wissen besonders von diesen manipulativen Fremdenergien belästigt werden. Und der Grund ist so simpel, dass man ihn sofort versteht. Es gibt Kräfte in dieser Welt, in der wir heute leben, die nicht unbedingt wollen, dass dieses Wissen rauskommt. Und deshalb sind oft diese Systemveränderer ganz besonders in psychischen Problemen drin, weil sie von diesen fremden Energien, ich sage es jetzt mal, gebeutelt werden. Und das ist ganz wichtig, dass die Menschen jetzt zuhören, dass es ist nicht ein Zeichen von persönlicher Schwäche oder seelischer Störung, wenn man eben Krisen hat im Leben und mit der Gesellschaft nicht zurande kommt. Sondern es kann, es muss nicht, aber es kann sein, gerade bei Systemveränderungen, dass eben fremde Energiesysteme, fremde Energiestrukturen das System derart stören, dass man auf keinen grünen Zweig kommt. Und das gehört eben auch zu den Systemveränderern, dass die oftmals in ganz schwierigen Verhältnissen leben. Die kommen aus Familien, wo man geschlagen wird. Die enden im Alkohol, die enden in Fettleibigkeit. Und ich habe früher immer gefunden, man muss Sport machen und stark sein und dann ist man jemand. Ich weiß, vielleicht kennst du das einfach. Ich war ein typischer Leistungsmensch. Und ich habe dann in meiner Praxis lernen müssen, dass Leute zu mir kommen, die trinken, die fett sind, die nichts auf die Reihe kriegen, die knapp gesellschaftsfähig sind, dass das solche Systemveränderer sind. Und dass die ein wunderbares Wissen oder wunderbare Fähigkeiten mit auf diesen Planeten gebracht haben, aber in jungen Jahren seelisch so traumatisiert wurden, dass die das Leben nicht auf die Reihe kriegen. Und mir liegt wirklich daran, gerade diese hoffnungslosen Fälle, die mir von den Ärzten ja auch oft geschickt werden, das sind zum Teil so wunderbare Menschen. Und wir verurteilen die mit unserem Verstand und sagen, ja, so ein dicker Mensch, der kann ja gar nichts Besonderes sein. Und da musste ich richtiggehend umlernen. Es gibt Menschen, die sehen aus wie Verlierer und die wären es nicht. Und Systemveränderer haben meistens solche Geschichten. Und das ist mir wirklich ein Anliegen, oder? Ich habe auch eine schwierige Kindheit hinter mir. Ich hätte auch abstürzen können. Wichtig ist, dass eben diese Systemveränderer nicht abstürzen, sondern dass sie das, was sie in sich tragen und was von den fremden Energien und von der Gesellschaft verlacht und verhämt wird, dass sie das zum Ausdruck bringen. Jetzt ist die Zeit des Wandels
Und es ist die Zeit, wo diese Systemveränderer aufwachen müssen. Und ich glaube, ich stelle meine Arbeit vor allem in den Dienst solcher Leute. Das heißt, genau diese Leute wären auch gut beraten, mal bei dir vorbeizukommen, wo man vielleicht auch diese besondere Begabung herausziehen kann, herauskitzeln kann, so dass man wirklich mit Fokus darauf an die Umsetzung geht. Genau. Ich denke, dass solche Leute, wenn sie das jetzt hören vielleicht, auf die Idee kommen, dass sie nicht nur spinnen, es gibt sicher Leute, die spinnen, aber es gibt viele Leute, von denen man glaubt, sie spinnen, die haben sehr viel Wertvolles auf diese Welt zu bringen. Da bin ich wirklich überzeugt. Es ist nicht irgendein Glaube von mir. Ich erlebe das täglich in der Praxis. Da kommen zu mir Leute, die kommen aus der psychiatrischen Klinik. Die haben ein riesiges Wissen. Man kann das über das Unbewusste abfragen. Und die sind dann selber, die erschrecken zum Teil, was sie können. Oder aber die werden teilweise anders behandelt. Die bekommen dann Neuroleptika. Und die gehen zugrunde zum Teil an den schweren Medikamenten, die sie bekommen. Und das hat auch eine gewisse Tragik. Und ich möchte wirklich auch immer wieder eine Lanze brechen für diese Menschen. Ich nehme mir immer viel Zeit für diese Menschen. Und ich habe hier aufgeschrieben, was etwa Erkennungsmerkmale sind. Wenn Systemveränderer das, was wir jetzt besprechen, Kornkreise, UFOs, Wendezeit, Menschen, die das irgendwie beschäftigt, das könnten sie sein, weil man interessiert sich unbewusst für das, was man inkarniert hat, auch wenn man es nicht weiß. Also sind diese undefinierbaren Fähigkeiten und Leidenschaften, die man hat, die sagen viel aus darüber, wer wir sind. Also Leute, die sich für dieses Thema interessieren, die könnten solche Systemveränderer sein. Es gibt Menschen, die finden das ein Mist und das dürfen die auch. Es müssen eigentlich alle das Gleiche machen. Und das Zweite ist, wenn diese Menschen dann merken, das ist ein Thema, dann müssen sie an die Auflösung ihrer seelischen Störungen gehen, weil in der Regel haben die viele Störungen, weil sie wie bombardiert werden von unserem System. Der dritte Punkt ist, dass mit der Verbindung oder mit der Heilung der Seele in der Regel diese Trivolution einsetzt, dass Körper, Seele und Geist zusammen spielen und dann dynamisch werden und dann kommt die Verbindung zum Höheren Selbst. Und dort ist dann die gelbe Pyramide, die die Dinge runterlädt. Also heißt das, die tun gut daran, diese Trivolution zu verbinden, zu aktivieren und mit der geistigen Welt sich zu verbinden. Und der vierte Punkt ist ganz einfach, dass diese Menschen sagen, ich bin bereit für diese Wendezeit und wenn es eine Aufgabe für mich gibt, ich bin bereit. Interessanterweise ist die Bereitschaft geben ein Teil des Schlüssels für die Aktivierung dieser Menschen. Und das hat damit zu tun, dass wenn wir mit der geistigen Welt zusammenarbeiten, ist das im Normalfall freiwillig. Die unterstützenden, wohlwollenden Kräfte, die kommen nicht und drücken dir etwas aufs Auge, sondern die warten darauf, dass du bereit bist. Und dann ist von unserer Seite einfach noch notwendig, dass wir sagen, go, ich bin bereit. Und das ist der vierte Schritt. Und das, denke ich, ist eine gute Methode, wie Systemveränderer sich vorbereiten, vielleicht aus ihren schwierigen Lebenslagen herauskommen und dann auch die Hilfe bekommen, in ihre Aufgaben zu wachsen. Systemveränderer. Toll erklärt. Dankeschön. Ich möchte das gleich noch ein bisschen so stehen lassen, weil eigentlich reflektiert das wirklich so viele aus der Zeit, aus der aktuellen Zeit heraus, wo wir uns gerade befinden, wo so viele Menschen wirklich gerade ein bisschen verloren sind oder meinen, sie sind einem verloren. Schöne Erklärung, auch mit diesen zwei Pyramiden, also mit dieser Merkaba. Ich habe von vielen schon gehört, schon vieles auch gelesen, aber wie du das heute so zusammenfasst, denke ich auch, das ist an der Zeit, dass wir diese geistigen, spirituellen Ebenen wirklich viel, viel mehr Raum zulassen in unserem Körper. Eigentlich sind wir ein geistiges Wesen, ja, und nicht ein rein materielles. Wir können die Organe erklären, wir können so vieles erklären, aber was uns wirklich am Leben hält, können wir nicht erklären. Und das, was uns am Leben hält, über das verneinen wir und das ist, nehmen wir gar nicht zur Kenntnis, etc. etc. Ich denke, es ist wirklich die Zeit, das Gelbe, vor wie heute gesehen haben, in uns aufleben zu lassen, uns mit spirituellen Themen zu beschäftigen. Oder eben, wie er es heute sagt, einfach mal mutig zu sein,
das Gelbe in uns drin zum Ausdruck zu bringen oder eben diese Aufgabe, die wir vielleicht auch haben, sie oder ich, auch wirklich umzusetzen, sodass sich wirklich etwas zum Großen und Ganzen Positives jetzt verändern darf hier auf Erden. Es wird sowieso kommen, ob wir wollen oder nicht. Lieber Michael, danke herzlich für dieses Gespräch, für danke diese schönen Perspektiven, für diese warmherzigen Worte, wo, glaube ich, wirklich in uns allen nachklingen werden. Schön. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.